Ja, sehr geehrter Urban, lieber Sebastian Wippel, lieber Joachim Keiler, freue mich, dass ich hier bin. Sie können mich hören, ist gut verstärkt, ja. Ich bin sehr gerne nach Sachsen gekommen und ich möchte in der Tat etwas globaler sprechen. Ein ehemaliger Landesminister in Thüringen, der dann in seine Hochschulverwendung zurückgegangen ist, hat mir gesagt, als Landesminister habe ich so wenig diskretionären Gestaltungsspielraum heutzutage, dass ich lieber wieder in meinen alten Job zurückgehe. Denn der Föderalismus, machen Sie sich nichts vor, der ist größtenteils ausgehebelt. In der Hochschulfinanzierung und vielen anderen Sachen haben wir diese unselige Tendenz, den Föderalismus, der sich in der Bundesrepublik eigentlich sehr gut bewährt hat, auszuhöhlen, auszuhebeln, zu zentralisieren. Berlin zieht immer mehr Kompetenzen an sich, sei es durch Kofinanzierung und so weiter. Deswegen hat mich eben die eine Einlassung gefreut, die gesagt hat, wir können durch solide Haushaltspolitik in Sachsen vielleicht als Thema setzen, aber wir können damit ja nicht die Republik verändern, denn die tatsächlichen Weichen werden woanders gestellt. Und die werden auch nicht unbedingt nur noch in Berlin gestellt, die werden in Brüssel gestellt und die werden global gestellt. Also die Ebenen müssen zusammenspielen, man muss die anderen Ebenen auch im Kopf haben. Die soziale Frage ist Frage Nummer eins in diesem Land. Migration ist natürlich ein extrem wichtiges Thema. Man kann sich streiten. Es gibt auch andere Umfragen, nach denen die Migration vorne steht. Aber so Themen haben natürlich auch einen Zyklus. Und während die Migration latent da bleibt und auch immer unterschwellig ist, nutzt sich auch ein Thema ein Stück weit ab, obwohl es als Problem erhalten bleibt. Und wenn jetzt die Folgen von Corona und Covid-19 kommen. Bislang machen wir ja auch da Insolvenzverschleppung. Wir lassen zum Beispiel zu, dass Insolvenzen nicht angemeldet werden. Wir verschulden uns neu, sodass wir die Folgen dieser Sache noch nicht spüren. Aber meine Prognose wäre, vor der nächsten Bundestagswahl, da spüren wir sie. Wahrscheinlich jetzt zum Jahresende hin werden sie schon sehr viel deutlicher. Unser Land ist gespalten zwischen Jung und Alt, Stadt und Land, Ost und West, Arm und Reich und natürlich links und rechts. Mindestens drei dieser Spaltungen sind auch soziale Themen. Und die Haushaltspolitik kann das entweder abmildern und zu einer Lösung beitragen oder sie kann es eben verschärfen. Grundsätzlich zu Ihrer Partei, ich durfte Gast sein auf einer hochrangigen und bunt gemischten Klausur, wo von einigen Landesvorsitzenden über quer durch die Partei aus allen Lagern und Regionen Leute da waren. Und ich habe eine Umfrage gemacht, die ist nicht repräsentativ, aber die berührt die Thematik hier im Haushalt, Neuverschuldung, Nicht-Neuverschuldung schon elementar. Und wir haben verschiedene Themen abgefragt. Zum Beispiel Multikulti, deutsche Leitkultur. Sehr erstaunlich, dass doch ein sehr starker Konsens für deutsche Leitkultur da ist. Aber mit der Bandbreite von neutral bis voll. Multilaterale Einbindung versus Souveränität, also ein unabhängigeres Deutschland. Auch da gibt es eine klare Präferenz für Souveränität. Ich glaube, es ist auch die einzige Partei in Deutschland, die mehr Souveränität fordert. Wolfgang Schäuble hat ja schon vor 10 Jahren gesagt, Deutschland ist nie souverän gewesen. Auch da diese Bandbreite. So, jetzt kommen wir aber zum Thema ausgebauter Sozialstaat und öffentliche Investitionen, was natürlich direkt die Haushalte berührt, oder restriktive Finanzpolitik. Und ich habe eben aus den Debatten schon entnommen, dass es hier eben auch Thema ist. Da sind wir leicht auf der Seite solide Haushaltsführung, ausgeglichener Haushalt, aber ziemlich nah an der Mitte. Wenn Sie jetzt die Extreme sehen, geht das Meinungsspektrum von ganz links bis ganz rechts in der Partei. Und ich werde heute versuchen, diesem aufgespreizten Meinungsspektrum vielleicht ein bisschen Rationalität zu verleihen, sodass man auf einer Basis der Vernunft sich der Sache nähern kann. Denn das hat auch was zu tun mit den Schlagworten Liberalismus und Sozialismus. Für viele ist der Sozialismus Feind, für einige der Freund, für die anderen der Liberalismus. Und wo stehen wir da? Und das hat natürlich dann konkrete Auswirkungen auf die Haushaltspolitik. Ausgebauter Umwelt- und Verbraucherschutz oder
liberale Wirtschaftspolitik, freie Märkte. Auch hier eher leicht auf der Seite liberal und volle Spreizung der Meinungen in der Partei. Und das sind die Kernthemen, wo irgendwann die Alternative für Deutschland sich zusammenraufen und zusammenfinden muss. Migration, da ist klar, da ist sich die Partei einig. Und wehrhafter Rechtsstaat, naja, da ist schon Law and Order, da ist schon etwas breiter das Meinungsspektrum. Ja, jetzt haben wir dieses hier. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Es ist eine zum Teil gemachte Pandemie. Wenn Sie Interesse haben, schicke ich Ihnen einen Report der Rockefeller Stiftung aus dem Jahr 2010, wo diese Pandemie 1:1 beschrieben wird. Also ein Virus aus China legt die Welt lahm, Millionen Tote, China geht autoritär ran, der Westen nicht. Dann merkt der Westen, autoritär funktioniert, die westlichen Politiker finden Spaß am autoritären Gesichtsschutz, Masken, Datenerfassung, all das steht vor 10 Jahren in diesem Report und dann wollen auch die Politiker ihre Macht nicht mehr loswerden. Und dann gibt's Gegenbewegungen. Alles vorhergesehen, eins fehlt, die Millionen Toten. Aber wenn so ein Szenario mal in der Welt ist, dann kann man sich ja auch seine Handlungen daran ausrichten. Das ist der Report. Covid-19 wird unweigerlich zu einem Wirtschaftseinbruch von mindestens 10% führen. Das ist das erste Halbjahr. Das heißt, die Haushalte können gar nicht ausgeglichen sein. Streichen Sie das. Es geht nicht in dieser Situation. Wer in diese Krise hineinspart, spart sich tot. Ich komme da später nochmal drauf. Der Wirtschaftseinbruch ist mindestens das Doppelte dessen, was die Finanzkrise 2009 gebracht hat. Mindestens das Doppelte. Und damit wird es wirklich sehr, sehr ernsthaft. Hier sehen Sie die Verschuldungssituation 2011. Das war schon nach der Finanzkrise. Dann hatten wir hier einen kurzen Pause und seitdem geht es weiter rauf. Und hier als Prozentsatz des Welt-BIP ist die Welt mittlerweile mit 330% verschuldet. Hier steigt es stark an, nochmal um etliche Prozentpunkte während der Corona-Krise. Und was dazu kommt, der Einbruch in diesem Nenner, des Nenners, also in diesem Bruch des Nenners, also der Wirtschaftsleistung, ist noch gar nicht berechnet. Das heißt, wir kommen relativ schnell auf 350-370% Schulden zum Welt-BIP. Die Schulden dieser Welt können nicht mehr zurückgezahlt werden. Punkt. Die klugen Leute wissen das und verhalten sich dementsprechend. Die Reichen, die Superreichen, die verschulden sich bis über die Halskrause. Ich manage selber, oder Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, managen 1,6 Milliarden Euro am Kapitalmarkt. Das ist eher mittelgroß. Aber wer in dieser Möglichkeit hat, die Möglichkeit hat, Schulden aufzunehmen zu 0%, zu 1%, zu Negativzinsen, ja, der tue das doch bitte. Natürlich sinnvoll. Und man kann auch sparen dabei. Selbstverständlich. Es gibt viel Tralala, was Sie, und nicht nur Tralala, sondern der Kollege da hinten hat gesagt, wo wirklich auch die Gegenideologie durchgedrückt wird, durch Gender, durch all diese, ich glaube 200 Gender-Lehrstühle haben wir mittlerweile in Deutschland, also wo wirklich die globalistische Gegenideologie mit viel Geld vom Staat subventioniert wird. Natürlich muss man da sparen. Und diese Schulden können nur zurückgeführt werden durch Inflation. Die lässt aber die Steuereinnahmen sprudeln, kalte Progression. Die ist für den Staat relativ neutral. Durch Enteignung, durch Sondersteuern, auch die höheren Bußgelder sind in gewisser Weise Sondersteuern. Sind natürlich Bußgelder und Abgaben und Steuern, muss man natürlich in der Haushaltstechnik schon unterscheiden, aber es sind letztlich Dinge, die die Mittelschicht treffen. Und durch Schuldenstreichungen. Es wird Schuldenstreichungen geben müssen, wenn nicht auf deutscher Ebene, dann auf europäischer Ebene. Daniel Stelter hat einen Vorschlag gemacht, dem ich zustimme, für einen europäischen Schuldentilgungsfonds. Man muss den europäischen Ländern Schulden erlassen, sonst fährt der Euro vor die Wand. Vielleicht ist es ja auch nicht verkehrt. Aber mit den Geschenken, die der europäische Norden an den europäischen Süden gemacht hat, ist der ja nicht besser geworden, wurde Reformdruck verschleppt und mittlerweile ist es eben so, dass Italien und Griechenland nicht mehr herauskommen. Trotz dieser ganzen Griechenland-Rettungsdramen ist Griechenland wieder bei Staatsschulden alleine von 170% der Wirtschaftsleistung, da kommen die nicht mehr raus. Und Stelter sagt jetzt,
lass uns 70% der Staatsschulden eines jeden Landes oder 80% in einen europäischen Schuldentilgungsfonds überführen und diesen Fonds auf 100 Jahre stellen, also beitragsfrei. Nicht 70% der Schulden, sondern Schulden in Höhe von 70% oder 80% des BIP. Damit wäre Deutschland schuldenfrei. Andere Länder hätten noch Schulden dastehen. Man würde also schon die Sparsamen belohnen. Aber wenn diese Schuldenlast weiter mit Zins- und Tilgungslasten über den Häuptern schwebt, gelingt eine Reform nicht. Natürlich muss man gleichzeitig zu dieser Entschuldung auch Wirtschaftsreformen anstoßen. Märkte liberalisieren, unnötige Ausgaben streichen. Es gibt kein Entweder-Oder. Es gibt kein Entweder-Oder zu streichen sinnloser Ausgaben in den Haushalten. Und da ist viel aufgebläht. Und ich meine, sinnlose Stellen auslaufen lassen, bei der Polizei aufrüsten, bei den Schulen, die ja zum Teil im katastrophalen Zustand sind, aufbauen. Da muss aufgebaut werden. Das sind öffentliche Güter. Das ist quasi eine Investition in die nächste Generation. Und gleichzeitig gibt es vieles, wo man auch streichen kann. Mir ist bewusst, dass da zum Teil jetzt Landes- und kommunale Ebene durcheinander gehen oder ineinander übergehen, aber ich spreche es grundsätzlich an. Inflation gibt es, nicht so sehr bei Elektronik und Konsumgütern als bei Gesundheit und Wohnen. Dadurch, dass wir die Häuserpreise mittlerweile explodieren, noch nicht überall auf dem Lande, klar, aber in den Mittelstädten, also Dresden, Leipzig, merkt es natürlich sehr deutlich. Rostock ist jetzt etwas weiter im Norden, also auch diese Zentren hat die Häuserpreisexplosion erreicht, steigen natürlich auch die Mieten, das sind riesige Verschiebungen, die da in unserer Gesellschaft sind. Und hier sehen wir mal die Verschuldung der USA, die war nach dem Zweiten Weltkrieg auf 100% der Wirtschaftsleistung, nur die Staatsschulden des Zentralstaates. Und da ging das bis 1975 runter. Und das ist vor allem durch die sogenannte Finanzrepression erreicht worden, sprich Realzinsen im Minusbereich, also Zinsen unterhalb der Inflation. Und die Sparer in den USA waren damit zufrieden und so konnte sich der Haushalt auf Kosten der Sparer sanieren. Und das ist ein Riesenproblem für uns Deutsche, weil wir Sparer sind. Sparen ist in Deutschland eine Tugend der Mittelschicht. Wir häufen Geldvermögen an, auf dem Konto, vielleicht in irgendwelchen einfachen Fonds oder in Rentenversicherungen und dieses Vermögen der Mittelschicht wird entwertet werden. Das Sparen trifft die Mittelschicht, weil die klugen Akteure dieses Geld aufnehmen und damit Private Equity, Firmen, Immobilien, alles Mögliche kaufen und am Ende, wenn die Währung weniger wert ist, hat der eine das Haus oder die Firma und der andere hat wertloses Sparvermögen. Sie werden um die vierte hier im Osten Währungsentwertung, vielleicht nicht komplett, sondern schleichend, im Deutschen im Westen ist es die dritte Entwertung, nicht herumkommen. Das ist die Realität. Willem Middelkoop, ein holländischer Fondsmanager, schrieb schon vor 5 Jahren ein Buch, und es gibt ja mehrere Bücher, die auch meine eigenen, die sich damit befassen, schrieb der große Neustart, das Finanzsystem läuft auf seinen finalen Punkt zu, es muss neu geordnet werden, und er nannte das Buch der große Neustart. Ich habe das Vorwort geschrieben zur deutschen Ausgabe oder auf Englisch The Big Reset. The Big Reset. Und tja, jetzt zeige ich Ihnen das Motto des diesjährigen Weltwirtschaftsforums in Davos. The Great Reset. Der große Neustart des Systems. Diese Corona Pandemie, Plandemie verändert alles. Sie stärkt die zentralen Akteure, sie stärkt den Überwachungsstaat, sie stärkt die Internetwirtschaft. Sie ist ein Riesenförderprogramm für Amazon, Google, Microsoft und Co. Sie ist eine Katastrophe für den Mittelstand, für die Gastronomie, für die Hotellerie, für viele andere Mittelständler. Also sie wirkt äußerst asymmetrisch in die Wirtschaft hinein. Und hier sehen Sie eine Action Map, die finden Sie auch auf den Seiten des Weltwirtschaftsforums, wo also über einzelne Länder, Entwicklungszusammenarbeit, die Rolle der Medien, Impfpläne, steht da alles drin. Es ist im Prinzip der Masterplan
für die Neuordnung der Welt. Der wird natürlich nicht beschlossen von Parlamenten und auch nicht demokratisch, aber wenn das da steht und wenn sich viele einflussreiche Menschen das anschauen, dann kann man ja das ein oder andere übernehmen davon. Das ist mehr so ein Gedankenanstoß, so ähnlich wie die Studie der Rockefeller Stiftung. Der Abstieg der Mittelschicht ist real. Ich werde pünktlich um 12.15 Uhr nach 60 Minuten enden. Die vergessene Mitte, die deutsche Mittelschicht leidet und fühlt sich alleingelassen. Ausgerechnet jetzt bedroht eine neue Welle von Digitalisierung und Globalisierung viele angestammte Jobs. Das Ganze ist aber schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, hier steht 16. Ein Handelsblatt-Journalist, der vom Ende der Mittelschicht und vom Abstieg spricht, das ist absolut real und da muss Landespolitik auch im sozialen Bereich, auch mit Förderprogrammen, auch mit Gesetzgebung für den Mittelstand dagegenhalten. Es geht nicht anders. Unter 30-Jährigen gelingt immer seltener der Aufstieg in die Mittelschicht. Das ist das sozialistische Kampfblatt Die Welt. Seit 1990 um 3,4 Millionen Menschen geschrumpft. Die Reallöhne nur um 1,4% gestiegen, die Reallöhne der unteren 80% gesunken. Ein verlorenes Jahrzehnt für die Arbeitnehmer, so das Handelsblatt. So, wir haben Durchschnittsnettogehalt nach Steuern je Beschäftigtem ist 18,90 und das ist je Beschäftigtem. Also für die Familie sieht es noch anders aus. Eine Familie mit Durchschnittsverdienst rutscht in einer Mittelstadt mittlerweile unter das steuerliche Existenzminimum. Also der Durchschnittsverdienst reicht nicht mehr, um eine Familie in einer mittleren Metropole zu ernähren oder in einem regionalen Zentrum. Diese ganzen Niedrigzinsen haben ja dazu geführt, dass die Vermögenden vermögender wurden und die Mittelschicht ärmer oder zumindest nicht reicher. Denn Geldvermögen schrumpft über die Inflation. Es gibt kaum noch Zinsen, während die Vermögenspreise explodiert sind. Das sehen Sie hier. Hochzinsanleihen, Aktien, Weltaktien, also vor allem Aktien sind stark gestiegen, als schon zwischen 2008 und 2018, während die Wirtschaftsleistung, EU-BIP, US-BIP, Konsumentenpreise, Löhne, das alles ist stagniert. Also wir haben eine Explosion der Preise für Vermögenswerte gehabt und die Größen der Realwirtschaft sind stagniert. Deutschland ist aufgrund dieses wirklich tödlichen Dogmas der schwarzen Null Schlusslicht in der privaten Vermögensbildung in der Eurozone. Was passiert, wenn ein Land sagt, es will sparen und die anderen sparen nicht? Dann haben wir genau das, was jetzt in der Eurozone passiert. Die Italiener oder in Italien werden Porsche gekauft oder man investiert in Immobilien in Berlin. Wir finanzieren das vor, also wir finanzieren den Überkonsum des Südens in der EU vor, indem wir das kreditieren. Über die EZB mit den sogenannten Tagesalden, wie auch immer. Also Deutschland ist Waren- und Güterexporteur, hat einen Warenüberschuss. Gleichzeitig müssen wir das natürlich dem Süden finanzieren, sonst können wir das nicht kaufen. Also wir verkaufen die Waren und haben dafür Geldforderungen. Und diese Geldforderungen türmen sich auf und werden im Laufe der Zeit immer weniger wert. Das ist jetzt nicht Haushaltspolitik, das ist Handelspolitik, das ist der Außenhandel, aber im Haushalt zieht es ähnlich. Haushalt und Handel sind miteinander verknüpft. Ich will das kurz volkswirtschaftlich darlegen. Also wenn wir einen sparsamen Haushalt haben, dann konsumieren wir relativ wenig oder investieren wenig oder weniger als die anderen. Die konsumieren, investieren mehr und wir liefern die Waren und bekommen dafür Forderungen. Diese Forderungen schrumpfen im Laufe der Zeit. Das ist also eine laufende Vernichtung deutschen Staatsvermögens oder deutschen Nationalvermögens. Da bin ich nicht alleine, auch der Daniel Stelter sieht das so, er ist unabhängiger Ökonom, Sie werden ihn öfter lesen oder auch in den Kolumnen lesen der Wirtschaftswoche. Er war Berater bei der Boston Consulting Group, ist selbstständig und finanziell unabhängig, besitzt etliche Immobilien in Berlin und schreibt das. Aber er sagt, wir sparen, wir Deutschen, ohne anzukommen, weil wir das, was wir sparen,
schlecht investieren. Wie hängt das mit der Haushaltspolitik zusammen? Diese Überschüsse, die Deutschland in der EU erwirtschaftet, die führen ja nicht unbedingt zu Freude. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, danke, ihr lieben Deutschen, ihr leiht uns das Geld und es ist alles gut, sondern es führt ja trotzdem noch zur Missstimmung. Würden wir etwas mehr investieren, also tatsächlich auch die Neuverschuldung hochziehen, aber ich meine, es kommt immer darauf an, wer an der Regierung ist und ob diese Neuverschuldung sinnvoll eingesetzt wird oder nicht. Das ist natürlich eine Frage. Ich kann die verpulvern, ich kann davon 5G-Netze bauen, ich kann davon Infrastrukturinvestitionen machen. Also würden wir in unserem Land selber mehr konsumieren oder investieren, sei es privat oder staatlich, dann würden natürlich dieses Außenhandelsungleichgewicht abschmelzen. Also es wäre auch ein Beitrag zu einem ausgeglicheneren Europa. Wir haben diese Globalisierungsgeschichte. Alexander Gauland hatte in Lindheim im September 18 eine sehr gute Rede gehalten. Die kann ich nur ans Herz legen. Was passiert bei der Globalisierung? Die staatlichen Akteure oder auch die großen Akteure, Manager in Großkonzernen, Vermögende etc., die global mobil sind, nutzen Standortbedingungen global und die Mittelschicht wird erpresst und erpressbar, weil ich mich natürlich nicht wehren kann gegen Standorterpressung. Da muss der Staat gegensteuern, sage ich als freier Unternehmer, weil diese Globalisierung letztlich zu einer großen Umverteilung in den Gesellschaften geführt hat. Ich schreibe in dem Buch darüber, also wir haben einmal den Aufstieg Chinas, den Abstieg der USA, dann den Abstieg der Mittelschicht, Aufstieg einer Klasse von Superreichen und NGOs. Und das führt zu Unzufriedenheit. Und das ist auch ein Grund, nicht der einzige, warum es die Alternative gibt. Die Mittelschicht hat kaum noch, zumindest das, was wir unter bürgerlicher Mittelschicht verstehen, nicht diese globale, urbane Klasse hat kaum noch eine politische Kraft, die sie vertritt. Also es gibt sie in anderen Parteien teilweise noch, aber das ist natürlich aus meiner Sicht auch Rolle der Alternative. Nun haben wir, hat die Bertelsmann Stiftung gerade rausgefunden, Covid-19 macht zwei Dinge. Einmal fördert es natürlich die Digitalisierung und ich bin sehr skeptisch und sehr vorsichtig, wenn es um Digitalisierung in Schulen geht. Das ist dann nämlich immer weniger persönlicher Kontakt, immer weniger Vorbildfunktionen, immer leichtere Steuerbarkeit der Menschen, ein Traum für einen totalitären Staat, wenn wir das zu weit treiben. Also Digitalisierung ja. Und dieses ganze Thema Digitalisierung, und Tino Chrupalla sprach mich mal drauf an, das muss man wirklich sehr kritisch sehen und muss da mit ausgewogenen und auch guten, klugen Antworten kommen. Denn es klingt erstmal gut, aber es birgt riesige Probleme. Also wir haben einmal durch Covid-19 die Digitalisierung und dann haben wir die Deglobalisierung, sagt die Bertelsmann Stiftung. Als ich das 2006 in der Crashcomm geschrieben habe, dass irgendwann die Globalisierung platzt oder einen Rückwärtsgang einlegt, da war es eine ganz komische These, denn die Globalisierung galt quasi als Naturgesetz. Das ist sie aber nicht. Wir sind in einer Phase der Regionalisierung, Renationalisierung, wie immer man das nennen will, also einer Besinnung auf kleinere Räume, wie immer man die definieren mag. Sie sehen hier, der Anteil der Unternehmensgewinne am Kuchen ist gestiegen in den USA seit den 70er Jahren. Der Löhne und Gehälter ist gesunken. Das sieht in Deutschland genauso aus. Die Steuerlast auf die Bürger ist gestiegen, die Steuerlast auf die Unternehmen ist gesunken. Und zwar deutlich. Also wir haben ein Ungleichgewicht im Steuersystem, das letztlich natürlich auch durch die Lobbytätigkeit der starken Akteure so geworden ist, wie es ist. Wir haben ein Steuersystem, wo Sie mit 40.000 Euro Familieneinkommen schon in der höchsten Belastungsstufe sind, nicht steuerlich, aber mit den Sozialbeiträgen und so weiter. Und ab 50, 60 sitzt das. Natürlich müssen wir Einkommen von 30, 40, 50, 60.000 Euro entlasten. Gar keine Frage.
Das sind aber erstmal Mindereinnahmen, deswegen trauen sich die anderen auch nicht daran und sie brauchen irgendwo natürlich auch eine gewisse Gegenrechnung. Also irgendwo anders muss das dann zumindest teilweise auch wieder herkommen. Ja, hier ist diese Entwicklung. Fortune, nicht gerade ein sozialistisches Kampfblatt, sondern das Manager-Magazin der USA, die Zeitschrift ist fast 100 Jahre alt, schreibt, das amerikanische Mittelklasse-Ideal wurde in Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, als Wirtschaftswachstum und Gehaltssteigerung im Gleichklang erfolgten. Dieser Zusammenhang löste sich in den 70er Jahren abrupt auf. Zwischen 1973 und 2017 wuchs die Produktivität der Wirtschaft um 77%, aber die durchschnittlichen Löhne und Gehälter nur um 12,9. Das ist auch Globalisierung. Dieses Auseinanderklaffen fiel mit dem Niedergang der Industrie und dem Aufstieg der Dienstleistungsgesellschaft zusammen, was die Gewerkschaften schwächte. Genauso wichtig waren Steuerreformen, die Kapitaleinkünfte gegenüber den Arbeitseinkünften bevorzugten. Das Ergebnis, eine Wirtschaftsordnung, in der die Klasse der Kapitalbesitzer große Vorteile hat und die Kosten der Zulassung zu und des Ausschlusses von dieser Klasse immer größer werden. Und ich weiß nicht, ob es der ein oder andere gelesen hat, in der Jungen Freiheit habe ich mal eine Seite geschrieben, bitte erhöht meine Steuern. Ich meine damit meine, nicht ihre. Na gut, ihre vielleicht auch im Landtag, aber... Ich habe vor allem Kapitaleinkünfte. Ich werde von diesem Steuersystem zu ungerecht privilegiert. Ich zahle 28%, da gut, ich zahle in Amerika auch noch. Und jeder Mittelklasse-Einkommensbezieher zahlt inklusive Sozialbeiträgen 44, 45, 46%. Das geht nicht. Ein zutiefst unfaires System, was wirklich diejenigen, die schon haben, deutlich begünstigt. Neue Armut in den USA, Zeltstädte in Seattle, Kilometer lang, schauen Sie mal bei YouTube rein. Also die USA hat wirklich ein großes Problem mit Elend. Die drei reichsten Menschen haben mehr als die untersten 50. Ungleichheit, ja. Leistung muss sich lohnen, ja. Aber diese Spreizung hat eine Breite erreicht, die nicht mehr vermittelbar ist. 87 Millionen Amerikaner keine unzureichende Krankenversicherung. 500.000 Obdachlose. 50% aller Haushalte keinerlei finanzielle Reserven. Es gab ja mal einen Bundestagsabgeordneten namens Johannes Kahrs, war nicht in Ihrer Partei, der irgendwann gesagt hätte, man müsse auch die Einkommen, die Größen, also die Sparer oder die großen Vermögen besteuern und 100.000 Euro seien für ihn kein kleines Vermögen. Da sehen Sie, wie grotesk das verschoben ist. Er hat da seine 20.000 Euro gehabt, also inklusive Kostenpauschale und so weiter. Und für ihn sind 100.000 Euro kein kleines Vermögen. Dann sehen Sie, dass er wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht gespart hat. Natürlich brauchen wir große Freibeträge. 200, 300, 500.000 Euro, ich weiß es nicht. Aber irgendwann muss man tatsächlich nicht unbedingt über eine Vermögenssteuer, die ist unpopulär, aber überlegen, wie wir das Steuersystem wieder hinbekommen. Es gibt diesen Selbstbetrug der Mittelschicht, hat die Ulrike Herrmann von der Taz mal drüber geschrieben. Also wir haben wenig Arme, wenn hier die Häufigkeit ist, wenig Arme, wenig Reiche und hier haben wir den Mittelstandsbauch. Tatsächlich sieht die Einkommensverteilung ganz anders aus. Die sieht so aus, wir haben relativ viel Arme, hier weniger in der Mittelschicht als wir denken und mehr hier bei den Reichen als wir denken. Das ist die tatsächliche Verteilung, natürlich auch nur schematisiert. Sie gestatten mir, dass ich die 3 Minuten von eben vielleicht hinten dran hänge. Also ich mache 1 Stunde 3, aber dann bin ich auch fertig. Die Polarisierung im amerikanischen Kongress, und für Deutschland liegen mir keine Untersuchungen vor, aber ich vermute, dass es hier genauso ist. Hier ist der Gini-Index, also die Ungleichverteilung des Einkommens zwischen 1947 und 2011. Und hier ist die Polarisierung der politischen Landschaft. Je ungleicher die Vermögensverteilung, desto polarisierter die Landschaft. Das Grundgesetz spricht nicht umsonst von einer Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse, wobei das ja leicht angepasst wurde, der Passus. Nochmal, natürlich muss sich Leistung lohnen, natürlich brauchen wir Ungleichheit, natürlich brauchen wir Differenzierung. Aber wenn die Stufen der Leiter
So der amerikanische Neuropsychologe Keith Payne, wenn also die Stufen der Leiter so weit auseinander sind, dass ich die nächste Stufe nicht mehr erreichen kann, vielleicht gar nicht mehr sehen kann, dann droht Gefahr für die Gesellschaft. Ja, wir haben ein unfaires Steuersystem. Immer mehr Arbeitnehmer zahlen den Spitzensteuersatz. Kann die Landespolitik nur begrenzt was dran machen, aber vielleicht auch hier. Dann haben wir diese kalte Progression. Also, dass hier sofort die Steuerbelastung bis 40, 50 sofort hochgeht und dann langsam wieder runter. Müsste eher hier ansteigen. Und das zeigt es eigentlich sehr deutlich. 1960 setzte der Spitzensteuersatz erst bei dem 22-fachen Durchschnittssteuersatz ein. Heute bei dem 2-fachen. Das heißt, die Progression im Steuersystem ist viel zu schnell und viel zu hoch, und das macht der Mittelschicht zu schaffen. Dann haben wir den Verfall der öffentlichen Güter, und das ist eine primäre Aufgabe staatlicher Politik. Nun kann man sich, je nachdem wie liberal, libertär oder sozial man eingestellt ist, fragen, was sind öffentliche Güter? Ist es klassisch liberal die innere und äußere Sicherheit? Sind es auch Schulen und Bildung, Infrastruktur, öffentliche Versorger, Gesundheitssystem und Renten? Was davon sind öffentliche Güter, für die letztlich eine gesetzliche, verlässliche Regelung gefunden werden soll? Kann ja auch durch private Dienstleister, durch private Erfüller geschehen, aber was sind da öffentliche Güter? Selbst die öffentliche Sicherheit erodiert, wenn Sie Defund the Police sehen und die systematischen Kampagnen gegen die Polizei, Rassismus in der Polizei und so weiter. Also es geht gar nicht mehr nur um den Sozialstaat, sondern es geht mittlerweile auch um die Kernfunktion öffentliche Sicherheit oder innere Sicherheit, und äußere Sicherheit ist seit Theodor Karl von und zu und Ursula von der auch natürlich die Frage, wie weit unsere Bundeswehr noch einsatzfähig ist. Aber das sind die staatlichen Aufgaben, und da muss man sich überlegen, wie weit in den einzelnen Bereichen man gehen soll. Wenn das nicht gewährleistet wird, wenn unsere Schulen verfallen und erodieren, dann trifft das wieder vor allem die Mittelschicht und die Ärmeren. Denn die Vermögenden, die leisten sich Privatschulen, die Vermögenden oder Manuela Schwesig, die auch natürlich. Aber also das ist dann schon die Frage, ob das nicht wirklich wichtige Aufgabe der Kommunen, der Länder ist. Schulen, Polizei sind Investitionen, selbst wenn sie im Haushalt als laufende Ausgaben stehen. Polizeipersonal ist eine laufende Ausgabe, haushalterisch, aber für mich eine Investition in die Sicherheit des Landes. Die Schulen dasselbe, es sind laufende Ausgaben, aber eigentlich sind es Investitionen, das Schulpersonal. Investitionen in die Zukunft. Also so bildet der Haushalt natürlich auch nicht alles so ab, wie es vielleicht sollte. Also Investitionen sind natürlich nicht nur Brücken oder Glasfasernetz, sondern eben auch Lehrer. Und da wäre dringend zu investieren. Ray Dalio, ein Mensch, der 150 Milliarden managt, sagt zu seiner Kindheit in den 40er, 50ern in den USA, ist er in einer Mittelschichtsfamilie aufgewachsen und konnte auf jeder Schule eine ordentliche Bildung erhalten, und er hat sie erhalten. Heute muss man schon langsam schauen, also es ist schon ziemlich beängstigend hier und da. Rente geht runter, das wissen wir alle, ein Riesenthema, auch für die Alternative, wie sie sich da positioniert. Für 18,25 Millionen Bezieher von Altersrenten ist Altersarmut vorprogrammiert. Ist die Rente auch ein teilweise öffentliches Gut, egal wie jetzt die Rentenversicherungsträger dastehen? Und dann eben das Problem des Milliardärssozialismus oder des Sozialismus für Reiche, die Technologieoligopole. Adam Smith: Steuern können grausam sein, aber sie sind mild und sanft im Vergleich zu den Gesetzen und Privilegien, die unsere Fabrikanten und Handelsleute vom Gesetzgeber erpresst haben, um ihre eigenen absurden und bedrückenden Monopolunternehmen zu schützen. Heute würde ich da Microsoft und Amazon ganz vorne nennen. Ja, das ist das Problem, was vielleicht der klassische Liberale nicht sieht, dass eben diese Monopole und Kartelle sehr stark sind. Und dann sind wir irgendwann
bei Lenin 1910 Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus. Das ist also sehr starke Monopolunternehmen im Verbund mit den Staaten, die Sachen sehr stark die Macht in die Hand nehmen. Ein Amazon ist extrem mächtig, ein Microsoft ist extrem mächtig. Amazon zahlt kaum Steuern. Ich meine, das gehört auch zu dem Thema. Wie bekomme ich ein faireres Steuersystem? Thema Finanztransaktionssteuer ist in Frankreich schon lange im Gespräch. Ich bin da sehr dafür, weil es unproduktive Finanzspekulationen eindämmen würde, langfristige Investitionen aber in keinerlei Weise behindern. Also wenn jemand sein Kapital sehr schnell dreht, dann schlägt diese Steuer zu. Wenn er es nicht dreht, sondern eine Fabrik baut, dann fällt das nicht ins Gewicht. Wie will Scholz das umsetzen? So, dass es die Mittelschicht trifft und diejenigen, die spekulieren, Sonderregelungen bekommen. Da sehen Sie, wie schwach dieser Staat ist. Also so wird im Prinzip werden viele gute Ideen pervertiert im Moment, weil die Lobbys sich wieder durchsetzen. Ja, wie ist dieser Wirkkreis der Einflussnahme? Akkumulation von Reichtum und Macht bei wenigen Menschen, intensive Lobbytätigkeit, Einflussnahme auf Politik, Medien, NGOs für Schattenregierungen. Bill Gates spendet eben der Zeit, er spendet dem Spiegel, das ist bekannt, also andere auch. Ich nehme den Namen jetzt nur. Dann haben wir eine Gesetzgebung zugunsten dieser globalen Machtelite. Und dann haben wir ein Steuersystem, das Kapitaleinkünfte und Vermögensakkumulation bei den ganz wenigen sehr Reichen begünstigt. Das haben wir. Und das die Mittelschicht schröpft. Es gab vor 3 Jahren mal einen Beitrag im SWR, den finden Sie auch noch auf der Webseite Südwestdeutschen Rundfunk. Wer gesund ist, bestimmt Bill Gates. Übertitelt. Mittlerweile hat sich der entsprechende Redakteur natürlich, wie sich's gehört, entschuldigt dafür. Aber man kann das noch einsehen. Oder so. Das war in der Zeit. Vor 2017. Also vor gar nicht so langer Zeit. Mein Freund Markus Gärtner und Mitstreiter hat das mal so aufgemacht. Finanzkapitalismus, politische Linke, radikale Islam haben durchaus ein Zweckbündnis. Der Finanzkapitalismus, Ziel, Diktatur der Konzerne, superreiche NGOs, politisch-mediale Erfüllungseliten, offene Grenzen, Migration, also Billiglohnkonkurrenz etablieren, Zerstörung der Nationalstaaten, Kontrolle. Politische Linke, bunte, grenzenlose Gesellschaft, westliche Werte, bürgerliche Freiheiten eliminieren, Moral über Gesetz, beide bekämpfen Ungläubige. Der Islam auch. So, und der Islam hat natürlich auch seine eigenen Ziele und im Moment ist das ein Zweckbündnis. Zumindest ein Gleichklang der Interessen. Es muss ja kein formales Bündnis sein. So, jetzt habe ich noch 18 Minuten. Die Liberalisierung, das klingt so schön, ist aber ein fürchterliches Wort, weil es einfach den Abbau von Gesetzen entspricht. Und kluge Gesetze, wenn sie denn schlank und klug sind, gehören zum Rechtsstaat dazu, ist eigentlich die Kernaufgabe eines jeden Parlaments. So eine Liberalisierung bringt da so einen Drall rein, so ein Framing, dass also der Abbau von Gesetzen per se gut sei. Und das ist natürlich Framing. Genauso wie Regulierung ein Framing ist. Früher hieß das in Deutschland Ordnungspolitik. Sprich, der Staat, der Gesetzgeber schafft durch die Gesetzgebung den Rahmen für die Wirtschaftsordnung im Zusammenspiel mit den anderen Kräften. Regulierung heißt, man steuert so ein bisschen nach. So, und diese Liberalisierung der Finanzmärkte war ein rot-grünes Projekt. Also damit ist das hier durchaus belegt. Finanzkapitalismus, politische Linke verstehen sich ganz gut. Teile bei der jetzigen Linken nicht, aber ich meine die politische Linke, wie wir sie bei Grünen, CDU, CSU und so weiter haben. Bill Clinton hat wichtige Gesetze im Investmentbanking abgeschafft, also vor allem Glass-Steagall, der im Zuge der großen Depression gekommen war. Tony Blair, City of London liberalisiert. Und Rot-Grün, Abschaffung der Gewährträgerhaftung, Riester, Abschaffung Schachtelprivileg und so weiter. Natürlich ging das Ganze schon los mit den beiden, aber Rot-Grün hat es vollendet vor 20 Jahren. Meine Auffassung, Finanzmärkte gehören ganz streng geregelt, denn sie sind
sie können sehr gefährlich werden, wenn das Finanzsystem kollabiert. Warren Buffett, teilweise reichster Mann der Welt, Superinvestor. Ja, es gibt einen Klassenkampf und es ist meine Klasse, die ihn führt, die Klasse der Reichen, und wir gewinnen. Und Buffett sagt, leider gewinnen wir. Das sollte nicht so sein. Buffett hat auch mal seine Milliardärskollegen aufgefordert zu einer Wette. Derjenige Milliardärskollege, der ihm nachweisen würde, dass seine Sekretärin einen niedrigeren Steuersatz hat als er, bekäme von ihm $1 Million. Hat sich keiner gemeldet. Also seine Kollegen zahlen wahrscheinlich durchschnittlich oder alle weniger Steuern als die jeweiligen Assistentinnen oder Sekretärinnen. Das geht nicht, aus meiner Sicht, von meinem Empfinden her. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Also ein, zwei Punkte habe ich noch. Einmal nochmal das Thema Sozialismus, Liberalismus in einer Breite und dann auch, was heißt das für die Investitionspolitik eines Staates oder auch eines Landes? Dieser Mann, das ist jetzt sehr abstrakt, aber ich mache es gleich konkreter, sprach von humanistischen Religionen. Das ist Yuval Noah Harari. Harari hat als 25-Jähriger einen Weltbestseller geschrieben, der dann zusammen mit seinen zwei Folgebüchern 25 Millionen Auflage hat. Und das ist schon was und das zu Recht. Also hier geht es um eine kurze Geschichte der Menschheit und er spricht von einem humanistischen Religion. Humanistische Religionen sind die, die das Wohl des Menschen an oberste Stelle stellen. Die meisten von uns würden ein Stück weit humanistisch denken. Man kann aber auch anders denken. Man kann sagen, Gott ist das Oberste als Christ. Man kann sagen, das Ökosystem ist das Wichtigste. Der Mensch spielt nur eine untergeordnete oder nur eine Rolle unter vielen. Aber derjenige, der wirklich Humanismus als Leitschnur hat, sagt, der Mensch, das Wohl ist des Menschen, ist das Höchste. Aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Lager. Das ist eine sehr hohe Abstraktionsebene, aber ich glaube, sie hilft. Es gibt diesen Humanismus. Die menschliche Natur ist kollektiv und wohnt dem Homo sapiens als Ganzes inne. Das oberste Gebot ist Schutz der Gleichheit aller Vertreter der Art Homo sapiens. Nur das kennen wir, das ist der Sozialismus. Dann gibt es aber auch diesen Humanismus. Die menschliche Natur ist individuell und wohnt jedem einzelnen Vertreter der Spezies Homo sapiens inne. Das oberste Gebot ist der Schutz des inneren Wesens und der Freiheit eines jeden Einzelnen. Kennen wir auch, das ist der Liberalismus. Dann gibt's dazwischen, hat er noch etwas, und das ist jetzt schon gewagt. Die menschliche Natur ist variabel. Menschen können zu Untermenschen degenerieren oder sich zu Übermenschen entwickeln. Oberstes Ziel, Verhinderung von Degeneration und die Züchtung des Übermenschen. Klingt jetzt sehr böse, ist es auch. Er nennt das evolutionären Humanismus. Und so steht's auch im deutschen Buch, im Bestseller, und Sie können sich nur als offen homosexuell lebender Jude erlauben, den Nationalsozialismus hier als evolutionären Humanismus zu bezeichnen. Das ist ein Bestseller gewesen. Heutzutage hätten wir das aber auch wieder in anderem Gewand. Heutzutage ist es der Transhumanismus in Silicon Valley, der ja von Leuten wie Ray Kurzweil, dem Chefideologen von Google, gepredigt wird. Also die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Das ist Leitschnur für viele in Silicon Valley. Ich will damit sagen, dass diese Schlagworte Sozialismus und Liberalismus besetzt sind, dass sie aber letztlich nicht weiterführen. Dass sie nicht weiterführen, weil natürlich die menschliche Natur sowohl individuell als auch kollektiv ist. Wir sind Teilnehmer von Gruppen. Wir handeln in Gruppen. Wir handeln nicht nur alleine. Das sagt eben Harari auch. Man klammere die Wissenschaft aus und halte sich an eine absolute Wahrheit, die nicht aus der Wissenschaft stammt. So geht der liberale Humanismus mit seinem Dogma von der Einmaligkeit des Menschen und der daraus abgeleiteten Menschenrechten, und ich habe ergänzt, unter freien Märkte vor, die leider sehr wenig mit der wissenschaftlichen Erforschung des Menschen zu tun haben. Denn
Ich kann da jetzt heute nicht reingehen, verhaltenspsychologisch und so weiter, zeigt sich, wie oft unser Gehirn doch auf sehr einfache Art und Weise funktioniert, wie wir auch sehr stark in Gruppenzwängen sind. Warum kann denn dieser Corona-Wahnsinn in dieser Form funktionieren? Weil der Mensch eben, wenn er die entsprechenden Signale kriegt, auch gerne mal das Gehirn ausschaltet oder andere Teile seines Hirns aktiviert. Also wir sind eben nicht nur rationale Wesen, wir sind nicht nur Individuen, wir sind in Gruppenzusammenhängen. Und deswegen ist eine kluge Politik auch keine sozialistische und keine liberalistisch-libertäre, sondern sie ist klug. Sie guckt, was sind die realen Gegebenheiten und richtet sich daran aus. Und das wussten die Gründer der Marktwirtschaft, Wilhelm Röpke hier oder auch Alexander Rüstow. Hier haben wir dann eher die radikalen Vertreter des Liberalismus. Also die Ordoliberalen wussten, dass wir Maß und Mitte irgendwo suchen müssen. Wir hatten auch in Deutschland eine Tradition, die Leistung, Eigenverantwortung, Solidarität und sozialen Ausgleich verband seit dem Kaiserreich und teilweise vorher. Genossenschaften, Raiffeisenbanken, all das sind deutsche Errungenschaften. Also wir haben eine Politik von Maß und Mitte gehabt in Deutschland und nach dem Krieg hieß das soziale Marktwirtschaft. Ihrem Kollegen in Thüringen habe ich mal gesagt, er soll das mit dem Patriotismus lassen, weil wir wissen oder in diesem Land weiß man, dass sie für Patriotismus stehen als Partei. Man soll einfach den Begriff soziale Marktwirtschaft wieder nach vorne holen, denn die anderen haben ihn missbraucht, verraten und so weiter. Wir hatten eine soziale Marktwirtschaft, die Leistung und Solidarität verbunden hat und da müssen wir wieder hin. Und da hilft uns Sozialismus und Liberalismus als Schlagwort nicht weiter. Das geht um kluge Regelungen im Einzelfall. Hier ist er nochmal, Maß und Mitte in der Politik, so wie ich das eben versucht habe, am Steuersystem anzureißen. Hier ist nochmal der Payne, der in einem sehr guten Buch, was leider nur auf Englisch vorliegt, mit sehr vielen wissenschaftlichen Studien belegt hat, dass wenn die Stufen der Leiter, dass wir in Gruppen leben, wir leben in Hierarchien, eine Fraktion ist eine Hierarchie, eine Familie ist eine Hierarchie, ein Land ist eine Hierarchie, wir brauchen das auch als Menschen. Wir sind eingebunden in diese Zusammenhänge, aber wenn die Stufen zu groß werden, dann zerbricht eben die Gesellschaft. Eine Untersuchung, die einen Index der politischen und sozialen Probleme, also Armut, Alkoholismus, Krankheit und so weiter, korreliert mit der Einkommensungleichheit. Nicht die Länder, die am ärmsten sind, haben die größten Probleme, sondern die Länder, wo die Einkommensungleichheit am größten ist. Und da haben wir hier die USA ganz oben. Und das Ding ist jetzt schon 4-5 Jahre alt. Das hat sich verschärft. Die USA stehen vor dem Zerreißen, Zerbrechen. Sie haben eine Situation wie vielleicht das letzte Mal zum Bürgerkrieg vor 170 Jahren oder 160 Jahren. Portugal, Großbritannien haben diese Probleme, während hier in der Mitte Deutschland, Frankreich, Österreich die Einkommensungleichheit moderat ist oder hier unten Japan niedrig, Schweden auch relativ niedrig und Norwegen. Auch Schweden und Norwegen, meine Damen und Herren, haben Milliardäre, so ist das nicht. Aber sie haben dafür gesorgt, dass die Gesellschaften doch ein Stück weit solidarisch sind, dass dieser Ungleichheit nicht zu groß wird. Das zerbricht dann natürlich auch langsam, aber mal schauen, wie es weitergeht. Also Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit, ja, selbstverständlich, aber vielleicht mit einem Steuer- und Finanzsystem, was nicht noch die Starken weiter begünstigt, sondern für die Mittelschicht da ist, primär. Wir haben ja jetzt ein System, was aus der Mittelschicht rausverteilt, nach unten und in die Migration rein, in die Sozialsysteme und nach oben. Immer schön weg aus der Mittelschicht. Fazit, was kann man tun? Also es geht ja erstmal richtig los. Die sozialen Themen, die können Sie auch im Haushalt nicht vernachlässigen, die werden ein ganz wichtiges Thema. Wer da nur mit Sparsamkeit kommt, natürlich kann man intelligent sparen, natürlich kann man viele Dingsbums-Jobs in den Landesministerien und nachgeordneten Behörden streichen und auch Projekte. Das ist völlig klar und da werden Sie viele Sachen identifizieren können, die, wo es völlig klar ist, dass die nichts bringen. Aber die sozialen Themen, die werden kommen, wenn die Arbeitslosigkeit explodiert. Ewig können wir das so nicht halten.
Und dann kommen die neuen Fragen auf Sie zu. Und das ist gut, wenn Sie vorbereitet sind. Skizzen eines Programms. Ich habe es wirklich nur skizziert, weil ich die Einzelpositionen natürlich auch nicht so gut kenne, aber um mal eine Richtung, eine mögliche Richtung vorzuschlagen. Also für mich gehören die öffentlichen Güter auf jeden Fall dazu. Das ist für mich nichts, was in private Hand gehört oder nur ergänzend. Jeder muss die Möglichkeit haben, auf eine gute Schule zu gehen. Jeder muss mit Würde im Alter leben können. Die innere Sicherheit muss gewährleistet bleiben. Die Wissenschaft, also öffentliche Güter, die oftmals schon stark beschädigt sind, wiederherstellen. Zukunftsinvestitionen tätigen. Natürlich eine Art Steuerreform. Das ist zwar vor allem Sache des Bundes, aber Normalverdiener entlasten, Mittelstand entlasten, kalte Progression beenden, sind natürlich Forderungen, die man schön aufstellen kann. Die Steuereinkommen kommen nun mal vor allem aus der Mittelschicht im Moment. Das kann nur ein Langfristziel sein. Konzerne fair besteuern, also die Internetsteuer finde ich sehr wichtig, auch die Finanztransaktionssteuer, wenn sie denn richtig gemacht ist und nicht wieder von der Lobby völlig zerschossen wird. Kapitaleinkünfte den Arbeitseinkommen gleichstellen. Natürlich eine Verwaltungsreform, natürlich den Mittelstand entlasten. Also in meinem Fondsgeschäft sind wir vier Analysten, also ich und drei Mitarbeiter, und wir werden von sieben Offiziellen beaufsichtigt. Bundesbank, BaFin, Wirtschaftsprüfer, externe Revision. Und da haben wir sieben Leute, die uns vier prüfen. Sie können sich vorstellen, und das ist bei vielen Handwerkern mittlerweile zumindest ansatzweise ähnlich oder im Gastronomiegewerbe. Also da muss was passieren. Auch da sind natürlich der Landespolitik die Mittel begrenzt oder die Möglichkeiten begrenzt, weil vieles über den Bund oder die EU kommt. Aber Reform der EU ist heute natürlich ein bisschen weit gesteckt als Thema. Subsidiarität und Eigenverantwortung steigern. Diese Matrix finde ich sehr, sehr gut und damit will ich auch fast enden. Sie ist eine, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, könnte Roadmap oder ein zum Einordnen von Staatsausgaben. Also hier hat er die laufenden Ausgaben und hier hat er den künftigen Wohlstand, also die Investitionen in künftigen Wohlstand. Und hier haben wir bei den laufenden Aus oder bei den Investitionen künftiger Wohlstand haben wir ein Kaputtsparen, also unzureichende Investitionen in Infrastruktur, digital, schlechtes Bildungssystem, Bundeswehr, Industriepolitik, all das fehlt. Also das Investive, das Zukunftsplanende wird vernachlässigt. Dafür wird konsumiert. Hier ist was verdoppelt, entschuldigen, Konsum, also Sozialpolitik, Migration und so weiter, die Sachen sind hier verrutscht. Also wir konsumieren natürlich Unsummen durch eine falsche Migrationspolitik, durch eine falsche Sozialpolitik und so weiter und so fort. Also da ist zu viel Konsum, da kann gespart werden. Ich reiche Ihnen das nach, was da stehen müsste. Und im Soll, das ist das Ist. Also wir konsumieren zu viel von dem Falschen und wir investieren zu wenig von dem Richtigen. Beim Soll intelligente Umschichtung, also eine geplante Migration, Modell Kanada zum Beispiel, wobei da, wenn man mal im System drin ist, mein Mitstreiter Markus Gärtner hat ja 10 Jahre da gelebt, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also man lässt die Ärzte rein, man muss mit hohen Qualifikationen rein ins Land, sonst kommt man nicht rein und im Land selber dann sind die Berufsverbände so stark, dass die zugezogenen Ärzte Taxi fahren. Also das ist dann auch, irgendwo ist diese Politik wie bei vielen Politiken, wenn man reinschaut, dann auch von draußen besser als von drinnen. Bismarcks Diktum kennen Sie ja, dass man bei zwei Dingen besser nicht so genau hinsehen sollte, nämlich wie Wurst gemacht wird und wie Politik gemacht wird. Also Umbau, intelligente Umschichtung, da können Sie natürlich einiges auch auf Landesebene heben. Das ist dann die Streichung von komischen Programmen und Stellen und die Umschichtung in produktive, investive Tätigkeiten und Investitionen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin ein echter Gegner der Schuldenbremse, weil Deutschland sich damit international ausgebremst hat. Ich sag's mal ganz plakativ. Mittlerweile gehören den amerikanischen Private Equities, gehört, obwohl Amerika nicht spart, gehört ein großer Teil des deutschen Mittelstandes.
weil sie die billigen deutschen Schulden genutzt haben, sich mit billigen Schulden deutsche Aktien, deutsches Unternehmen, das Vermögen aufzuhäufen. In Italien können die Vermögenden Immobilien in Berlin kaufen und wir haben dafür Geldforderungen an den italienischen Staat. Ich weiß auch nicht, ob das so ein kluger Deal ist. Also da dieses Finanzsystem vor dem Ende steht, wir müssen in irgendeiner Form die Währung erneuern, umbauen, reformieren. Ob das so ein radikaler Schnitt ist wie die letzten Male, wage ich gar nicht zu sagen. Sollte man tatsächlich die Kapazitäten nutzen, um zu investieren? Ist natürlich schwierig, solange man nicht in der Regierung ist. Die anderen werden es dann für andere Sachen wieder verpulvern. Also Investitionen sind sehr vernachlässigt worden in diesem Land. Da müssen wir ran. Und nochmal, Polizei und Lehrer sind für mich auch Investitionen in die Sicherheit und in die Zukunft. Ja, und für mich wären diese Themen wirklich wichtig. Innere Sicherheit und Freiheit, äußere Sicherheit und Frieden, aber auch soziale und ökonomische Sicherheit. Und die geht in diesem Land zunehmend verloren. Und ich glaube, da liegen riesige Aufgaben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.